Der DFB hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Die entsprechenden Maßnahmen präsentierte eine Direktion um Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, und sein Team am Mittwoch in der Commerzbank Arena in Frankfurt vor. Unter dem Motto »Zurück an die Weltspitze« erklärte Bierhoff vor allem, wie man sich zukünftig der Suche von Talenten, ihrer Förderung und Entwicklung widmen will. Nicht nur von Spielern, auch der von Trainern. Der Abstand zur Weltspitze, so erklärte Bierhoff, sei nicht so groß, wie man ihn im vergangenen Sommer wahrgenommen habe. Damit spielte der Europameister von 1996 auf das blamable Vorrunden aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland an. Zurück zur Bolzplatz-Mentalität. Das Bierhoff-Team, zu dem unter anderem Joti Czetz-Szeleksiu, sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, und Michael Schönwalds, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften, zählten, machte klar, dass im deutschen Fußball eine Richtungsänderung notwendig sei. Ganz konkret bedarf es einer Ausbildungsreform, so Bierhoff. Interessant, der DFB hat vor, Talenten in ihrer Entwicklung wieder mehr Freiraum zu geben. So wolle man wieder mehr Dribblings und technische Elemente fördern. Wir brauchen wieder mehr Bolzplatz-Mentalität, gab Bierhoff als Devise aus. Man möchte wieder mehr Kreatives und Unterschiedliches zulassen. Czetz-Szeleksiu ergänzte, Fußball, Made in Germany, soll wieder Ausdruck von Weltklasse sein. Durchaus selbstkritisch räumte das Gremium an, in der Vergangenheit in den U-Bereichen, auch auf Landes- und Regionalebene, zu selektiv bei der Auswahl von Talenten gewesen zu sein. Man habe auch in vielen Altersklassen nicht mehr altersgerecht ausgebildet, sagte Czetz-Szeleksiu und ergänzte, dass die DFB-Analysen ergeben hätten, dass mindestens ein Drittel unserer Talente nicht optimal gefördert werden. Mit dem Sport1 Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden. Anzeige. Schönwalds sagte, dass man seitens der DFB-Ausbildung in der Vergangenheit überprofessionell gewesen sei. Was er damit meinte, zu viel Input auf zu vielen Ebenen, etwa für die Spieler. EM 2024 als Fernziel im Rahmen zahlreicher Vereinsbesuche ließen sich Bierhoff und sein Team auch erklären, warum etliche Bundesligisten vermehrt ausländische Talente verpflichten, statt auf Eigengewächse zu setzen. Bierhoff betonte aber auch, dass deutsche Spieler vor allem noch besser werden müssen, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Der 50-Jährige selbst machte klar, dass er fortan nicht mehr bei jedem Spiel oder Training der A-Nationalmannschaft dabei sein werde. Für ihn sei es fortan wichtiger, seine Direktion zu managen und zu orchestrieren, erklärte Bierhoff. Der Erfolg der DFB-11 stünde aber weiterhin über allem, so der Ex-Profi. Bis wann sollen die Reformen greifen und bis wann soll der Sprung zurück an die Weltspitze gelingen? Auf Sport1 Nachfrage sagte Bierhoff, dass man in 5 bis 6 Jahren mit Ergebnissen rechne. Ganz konkret habe man die EM 2024 in Deutschland im Blick. Eine wichtige Änderung verriet Tobias Haupt. Der Leiter der DFB-Akademie teilte mit, dass die Fußballlehrerausbildung reformiert wird. Sowohl im Inhalt, da man analysiert habe, dass man derzeit nicht gemäß den Kompetenzen ausbilde, die heutzutage gefragt seien. Auch in der Ausbildungsdauer gibt es Änderungen. So wird die Anzahl der Präsenzzeiten während der laufenden Bundesliga-Saison für die Absolventen um 50% reduziert, in der Ausbildung um 25%. Dadurch verlängert sich die Lehrgangsdauer von 9 auf 11 Monate.